Moll Anders ist ein Lernlabor für Wissenschaft und Gesellschaft. Wir versuchen, einen Raum zu öffnen, in dem der Dialog über wissenschaftliche Fragestellungen, Suchbewegungen möglich ist. Und hier geht es nicht nur darum, dass sich Wissenschaftlerinnen treffen, sondern hier geht es maßgeblich darum, dass verschiedene Wissensträgerinnen und Träger aufeinandertreffen. Also Moll Anders ist ein Ort in einem Shoppingcenter, was aber komplett anders funktioniert. Dieser Experimentierraum, der den Ausgangspunkt in der Lehre und des Lernens in den Universitäten in Berlin hatte und aber eigentlich diese Schnittstelle aufmachen soll von Universität und Gesellschaft. Unser Ziel war es, einen möglichst barrierefreien Begegnungsraum zu schaffen. Die Moll ist anders als unser Campus oder unsere Universitätsarchitektur nicht mit der Grenze behaftet, in der wir uns so häufig konfrontiert sehen. Universitätsarchitektur ist häufig so gestaltet, dass Menschen, die nicht zur Universität gehören, eigentlich sich nicht eingeladen fühlen werden. Aber in die Shopping Mall wird jeder kommen. Jeder ist da. Alle sind da. Und das ist natürlich unsere Hoffnung, dort, wo alle sind, auch ein Stück weit Wissenschaften neu integrieren zu können. Die EinkaufsbummlerInnen, die Wilma Shoppen betreten, werden durch die Ladenstraße geleitet, von einem Laden zum nächsten und blicken natürlich auf die Moll Anders, wahrscheinlich auch in ihrem Konsumrausch mit dem Blick des, was kann ich hier eigentlich kaufen? Und werden dann aber überrascht, vielleicht auch irritiert sein erstmal, weil eben diese Moll Anders, also es sieht aus wie ein Laden und es verspricht einiges, aber man kann auf einmal eben nichts kaufen. Und die BummlerInnen, wir hoffen, dass wir sie mit diesem Trick trotzdem in den Laden locken können und vielleicht ja eher so eine Art Austausch, Erlebnis vorschlagen können.